Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Die SPÖ-Gewerkschafter sind bei den Arbeiterkammerwahlen erwartungsgemäß, sage ich dazu, klar Erste geblieben in fast allen Bundesländern, außer in denen, wo sie es schon davor nicht waren, wie Tirol und Vorarlberg, und feiern das als Sieg. Eine hitzige Debatte über eine mögliche Veränderung der Arbeitszeit, der gesetzlichen Arbeitszeit, kommt statt der 32-Stunden-Woche, die die SPÖ möchte, etwa gar die 41-Stunden-Woche, wie Vertreter der Industriellen Vereinigung jetzt ventilieren. Fragen an den FSG-Vorsitzenden und SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch, den ich jetzt im Studio begrüßen darf. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Herr Muchitsch, ich fange als Erste mit den AK-Wahlen an, wo die SPÖ teilweise ein kleines Minus hat, allerdings auf sehr, sehr hohem Niveau. Also wo ich glaube, wo die SPÖ bei EU-Wahlen oder Nationalratswahlen ziemlich glücklich wäre über solche Ergebnisse. Und interessanterweise sind die Bäume der FPÖ auch da wieder nicht in den Himmel gewachsen. Wie sehen Sie die Lage? Ich glaube, überall dort, wo wir als Sozialdemokratie in der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter nahe bei den Beschäftigten sind, um auch das Gespräch zu suchen und aufzuklären, wer sich für sie einsetzt, wer welche Interessen hat, dort gelingt es auch, diese Menschen abzuholen. Und das hat man gesehen im Wahlverhalten. Man darf Micky nicht außer Acht lassen. Wir sind dann bei einem sehr hohen Level gestartet. Aber dass es jetzt möglich war, in Niederösterreich dazu zu gewinnen, auf 64% im Burgenland, auf einem sehr hohen Level, ein ganz leichtes Minus, aber trotzdem noch immer 68% zu erreichen. Oder vor allem sensationell in Wien. Wir dürfen nicht vergessen, Renate Anderl hat hier insgesamt 15 Mitbewerber gehabt, also 16 Listen haben kandidiert. Und hier ein Ergebnis zu erzielen mit knapp 60%, also das ist schon ganz großartig. Das ist eine tolle Motivation. Das nehmen wir auch sehr gerne mit für die kommenden Wahlen, die heuer noch anstehen. Und jetzt geht es darum, weitermachen, ran an den Menschen, ihnen zu erklären, wer steht für was in diesem Land und letztendlich sie zu überzeugen und zu motivieren, geht's zur Wahl, wählt rot, weil wer in diesem Land arbeitet, der wählt, der kann nur rot wählen, weil all das, was hier die Regierung in den letzten 6 Jahren gemacht hat, war nicht arbeitnehmerfreundlich. Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist das jetzt auch Ihr Rat an die Bundes-SPÖ, bleibt es bei den klassischen sozialdemokratischen Kernthemen wie Arbeit, Arbeitnehmer, Soziales? Ich glaube, die SPÖ muss sich hier in allen Bereichen positionieren und Stellung beziehen. Aber dort, wo wir die höchste Kompetenz haben, das höchste Vertrauen haben in der Bevölkerung, das ist im Bereich, dass es wieder eine funktionierende Gesundheitsversorgung gibt, dass man in der Pflege jetzt wirklich einmal weiter tut und Nägel mit Köpfe macht, um diesen Pflegenotstand, der da prognostiziert wird, bis 2050 wirklich zu entgegnen. Oder auch im Bereich der Arbeit. Arbeit muss ja wieder was wert sein. Es kann nicht sein, dass jemand, der einen Vollzeitjob hat, der jeden Tag aufsteht und hackelt, dass der dann sich das Leben nicht mehr leisten kann in diesem Land. Und deswegen sind das unsere Themen, wo wir den großen Scheinwerfer aufstellen werden und versuchen, die Leute zu begeistern. Jetzt hat Ihnen ja die ÖVP oder zumindest Teile davon, wie die Industriellen Vereinigung und auch ein bisschen die Ministerin Caroline Edtstadler, einen wirklichen Elfmeter aufgelegt, weil da plötzlich die Debatte ist, die gesetzliche Arbeitszeit von, eigentlich ist die gesetzliche bei 40, muss man dazu sagen, auch wenn die meisten Kollektivverträge 38,5 Stunden haben, auf 41 anzuheben. Sie kämpfen da jetzt schon präventiv sehr stark dagegen an. Ja, zuerst habe ich geglaubt, das ist ein Ausrutsch oder ein Versehen, aber wie dann sämtliche Medienberichte das bestätigt haben, dass es wirklich darum geht, dass die Normalarbeitszeit von
40 gesetzlich auf 41 angehoben werden soll. Und das kommt der Zusatz ohne Lohnausgleich. Mhm. Ich glaube, was ist jetzt los? Ja? Das würde ja bedeuten, dass die Menschen weniger Einkommen haben. Das heißt, man reduziert das Einkommen der Menschen um bis zu 12 Milliarden Euro pro Jahr, nur durch diese eine Stunde Anhebung. Und Sie haben das vollkommen richtig gesagt. Wir haben jetzt schon über Kollektivverträge eine Normalarbeitszeit mit 39, 38, 5, in der Sozialwirtschaft sogar 37 Stunden. Mhm. Das heißt, von diesen KV-Normalarbeitszeiten dann auf 41 zu gehen, das ist ja ein Wahnsinn, das ist ein irrsinniger Verlust. Und das Zweite, was ich noch anbringen möchte, ist dieses Bild, was da vermittelt wurde. Das heißt, von der industriellen Vereinigung ausgeschickt, ein Präsident, der auf ein FPÖ-Ticket sitzt, dann übernommen von der Frau Bundesministerin Edtstadler, noch einmal Flankenschutz durch den ÖVP-Wirtschaftsbund. Das Bild, was da, wir müssen länger arbeiten. Wir arbeiten jetzt schon 41,7 Stunden. Und wenn Sie die Leute fragen, arbeiten Sie ja eh nicht mehr wie 40, dann werden alle sagen, ja, wir arbeiten bei Bedarf jetzt schon mehr. Und wir sind Europameister in der tatsächlichen Arbeitszeit, also in Verbindung mit Überstunden und Mehrarbeit. Nur Griechenland hat laut Eurostat einen höheren Wert. Also das Bild zu vermitteln, ich müsste jetzt länger arbeiten, die 3,8 Millionen Menschen, ja, das ist schlimm, weil die Menschen stehen zur Verfügung. Es ist noch kein Auftrag in Österreich später abgearbeitet worden, wenn es notwendig war, weil die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch bereit sind, das mitzutragen und zu tun. Jetzt der Fairness halber muss man dazu sagen, nach diesen ganzen Vorstößen von der Industriellen Vereinigung und auch von der Caroline Edtstadler, die sich dann selbst korrigiert hat, also sich ein bisschen selbst zurückgenommen hat, hat Bundeskanzler Karl Nehammer gesagt, eine gesetzliche Arbeitszeitverlängerung kommt sicher nicht. Beruhigt Sie das jetzt oder haben Sie Zweifel? Das beruhigt mich nicht, weil dazu gibt es einen zweiten Zusatz vom Herrn Bundeskanzler, der sagt, das sollen die Kollektivvertragspartner verhandeln und entscheiden. Die gleichen Stehsätze haben wir gehabt vor der Nationalratswahl 2017, wo sowohl die FPÖ, aber auch die ÖVP gesagt hat, es wird keine Eingriffe geben bei der Arbeitszeit, das sollen die Sozialpartner machen. Und siehe da, einer der ersten Handlungen war, die Arbeitszeit ohne Sozialpartner, ohne Gewerkschaften zu erhöhen, nämlich auf einen 12-Stunden-Tag und auf eine 60-Stunden-Woche. Also was da an Wertigkeit da ist, sage ich Ihnen, das ist komplett unglaubwürdig, allein wenn man in die Geschichte zurückblickt, wenn FPÖ und ÖVP eine Mehrheit in diesem Land erhalten würden. Jetzt sagt die FPÖ ja immer, dass sie eigentlich der Schutzpatron der kleinen Leute sei. Sie schmunzeln jetzt, scheinen das nicht so ganz zu glauben. Wieso? Dann war der Schutzpatron nicht viel in Österreich, weil das haben wir nicht erlebt bei der Patientenmilliarde, weil das war ja jetzt eh nur ein Marketing-Gag, aber uns fehlt diese eine Milliarde im Gesundheitssystem wie ein bisschen Brot, damit die Leute Arzttermine kriegen und auch eine gesundheitliche Versorgung vorfinden, die sie nämlich verdienen. Wo ist der Schutzpatron der ÖVP, wenn es darum geht, in der Pflege Maßnahmen zu schaffen, dass die Menschen eine Anerkennung bekommen, Beispiel warum nicht Schwerarbeit für Gesundheits- und Pflegeberufe. Wo ist der Schutzpatron der ÖVP für die Frauen? Das heißt, wo wir 1 Million Teilzeitbeschäftigte haben, wir nichts anderes wollen, als sagen, wir schaffen einen Rechtsanspruch auf Vollzeit, wenn im Betrieb eine offene Stelle ausgeschrieben wird, abgelehnt von der ÖVP. Also wo gut, die ÖVP ich sehe diesen Schutzpatron auch, nicht. Die ÖVP bezeichnet sich eh weniger als Schutzpatron der kleinen Leute. Das sind die Blauen, die das tun. Dann sehe ich es auch bei den Blauen nicht, weil wo war die FPÖ, wie es darum gegangen ist, die Arbeitszeiten zu erhöhen? Wo war die FPÖ, wo auch Eingriffe stattgefunden haben in Gesundheitsbereichen mit mehr Geld für den Brika für die privaten Krankenanstalten. Mhm. Ich sehe da, ja, wenn Sie sagen, Scheinheilige, das stimme ich zu, aber Scheinheilige sind nicht für die Menschen da. Mhm.
Jetzt befinden wir uns ja schon in einem Vorwahlkampf. Einerseits die EU-Wahl findet schon am 9. Juni statt, da startet auch der Wahlkampf schon und dann natürlich die Nationalratswahl Ende September, die ja auch zur Richtungswahl stilisiert wird oder tatsächlich eine werden könnte. Wie stark werden denn Sie sich mit Ihren roten Gewerkschaftern in beide Wahlkämpfe einbringen? Sehr intensiv. Wir starten als Fraktion sozialdemokratischer GewerkschafterInnen den Wahlkampf mit dem 1. Mai. Das heißt, bei uns war klar die Devise, wir warten jetzt ab, bis alle AK-Wahlen durchgeführt worden sind. Wir haben noch eine AK-Wahl laufen in der Steiermark bis 29. April. Die noch nicht wählen waren, bitte hin, gebt eure Stimme ab. Wir brauchen jede Stimme auch für die Steiermark, um hier klare Position beziehen zu können für die Zukunft. Sagt jetzt auch der gebürtige Steirer, also ein besonderes Herzensanliegen. Und, natürlich glauben, oder ich bin überzeugt, wir haben als Sozialdemokratie bei all diesen Wahlen noch Luft nach oben, was ich den anderen Mitbewerbern nicht so sehe. Und es ist jetzt unsere Aufgabe als Fraktion der sozialdemokratischen GewerkschafterInnen und Gewerkschafter zu mobilisieren, auch über die Sommermonate. Ich selbst bin bereit und werde es auch tun, alle neuen Bundesländer über eine FSG-Sommertour zu besuchen, über mehr Tage pro Bundesland, weil es mir so wichtig ist, auch unseren Funktionärinnen und Funktionären die Botschaft mitzugeben, Leute, ihr müsst mobilisieren, auch für den Nationalratswahl im September. Weil wenn wir es nicht schaffen, hier in eine Regierung zu kommen als Sozialdemokratie, dann wird die FPÖ und die ÖVP dort weitermachen im Sozialabbau, wo sie durch Ibiza 2019 unterbrochen wurde. Und das heißt klar Schwächung der Arbeiterkammern, Schwächung der Gewerkschaften und Schwächung der Sozialdemokratie. Sie haben gesagt, Sie sehen noch Luft nach oben für die SPÖ. Jetzt, wenn man sich die Umfragen anschaut, also wirklich sämtliche Institute, führt ja die FPÖ seit über einem Jahr bei der Nationalratswahl, aber eigentlich auch bei der EU-Wahl. Halten Sie das überhaupt noch für drehbar? Ich glaube, die Gefäße sind noch sehr flexibel. Wir haben aus meiner Sicht klar Luft nach oben. Warum? Wir haben noch vor letztendlich 11 Monaten einen Parteitag erlebt mit drei Kandidatinnen, letztendlich zwei. Wir haben da Umfragewerte gehabt von 19%. Mit der Entscheidung im November dann, wo auch Andi Babler mit 88% zum Parteichef bestätigt wurde, wenige Monate danach, nach einer Kampfabstimmung mit Hans-Peter Doskozil, haben wir gemerkt, es geht rauf. Jetzt die Wahlen in Salzburg, die Wahlen in Innsbruck. Mit guten Persönlichkeiten hat die Sozialdemokratie wirklich tolle Ergebnisse erzielt. Auch jetzt die Ergebnisse bei der AK-Wahl als Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter. Also wir haben Luft nach oben. Mir ist es eh lieber, die Gefäße steigen genau richtig hin bis zum Stichtag, um dann dort auch als Erster über die Ziellinie zu gehen. Das ist das große Ziel. Und wir haben noch insgesamt ein riesiges, offenes Potenzial im Bereich Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Und da ist die Frage, wer holt in diesem Bereich die Menschen ab mit Themen, die sie berührt? Und da geht es gar nicht um, was ist ein linkes Thema, was ist ein rechtes Thema. Es geht um die Themen, die die Menschen alle betrifft. Und das ist Gesundheit, Soziales, das ist Pflege, das ist Chancengleichheit für die Frauen. Das ist, gibt sichere Pensionen, weil es gibt keine sichere Pensionen. Das hängt auch von der politischen Führung in diesem Land ab und das ist nur mit der Sozialdemokratie gesichert. Jetzt war 2023, um es freundlich auszudrücken, ein sehr schwieriges Jahr für die SPÖ. Sie haben es jetzt schon dezent angesprochen mit diesem Kampfparteitag. Hat sich die SPÖ davon schon erholt und vor allem die ewige Gretchenfrage, wie geschlossen ist die SPÖ denn jetzt? Ja, ich glaube, es haben doch alle irgendwie kapiert, es ist gescheiter im Wohnzimmer zu diskutieren, aber am Balkon gemeinsam zu winken. Und
die Menschen wollen schon diese Geschlossenheit. Und die nächste Möglichkeit ist am Samstag in Wieselburg, wenn es darum geht, wo der Parteirat die Bundesliste wählt, wo Andi Babler seine Ideen vorstellen wird mit einer Herz- und Hirnrede. Was sind die wichtigsten Ausrichtungen für die Zukunft für Österreich mit einer Sozialdemokratie in der Regierungsverantwortung? Und das ist der nächste Baustein letztendlich hin zu den nächsten Wahlen, sowohl EU- wie auch Nationalratswahl, damit der rote Balken weiter nach oben geht. Sie haben vorher schon angesprochen, aus Ihrer Sicht ist es essentiell wichtig, dass die SPÖ in eine Regierung reinkommt, weil wenn Schwarz-Blau käme, glauben Sie offenbar an einen weiteren Sozialabbau oder an die Schwächung von Gewerkschaften, Arbeiterkammern und andere Arbeitnehmervertretungen. Nur mit wem soll die SPÖ das machen? Ich glaube, das Allerwichtigste, oder ich fange mal so an, die Geschichte hat uns ja gezeigt, da kann man zurückgehen in der Zweiten Republik, egal wann, immer dann, wenn die Sozialdemokratie in Regierungsverantwortung war, ist Politik für die Menschen gemacht worden, immer dann, wenn sie nicht dabei war, ist Politik gegen die Menschen gemacht worden, für andere Klientels. Und genau deshalb brauchen wir da nichts neu erfinden. Das ist Tatsache, das ist so. Das sehen wir auch in den Forderungen, die wir aufstellen. Auf die Frage hin, mit wem? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir vom Bundespräsidenten den Auftrag bekommen, eine Regierung zu bilden. Und da müssen wir einfach... Damit meinen Sie Nummer eins zu werden? Da müssen wir Erster werden. Wenn wir mal Erster werden, dann haben wir es in der Hand, wie eine Regierungs... Bildung zustande kommen kann. Und das Schlimmste ist, nicht Erster zu werden, weil dann bist du abhängig von den anderen. Ja, und das ist, wenn man als Erster die Karten in der Hand hat, kann man natürlich dann genau überlegen, welche Karte spielt man, mit wem schaffen wir es letztendlich auch eine gute Politik für die Menschen in Österreich wieder zu machen. Na gut, aber sehr viele Optionen hätte die SPÖ nicht, auch wenn sie Erster würde, weil im Moment schaut es wirklich nicht danach aus, dass sich eine Ampelkoalition ausgehen würde. Eine Koalition mit den Freiheitlichen schließt Ihre Partei aus. Ich nehme an, Sie auch, oder? Fakt ist, es gibt klare Positionen. Ich glaube, es ist aber allen politischen Mitbewerbern auch bewusst, letztendlich brauchen wir eine Regierung, um dieses Land weiter gestalten zu können. Wir haben einen politischen Auftrag. Ich gehe davon aus, dass auch die Vernunft nach dem Wahltag einen größeren Stellenwert bekommen wird bei allen politischen Parteien. Und es ist dann schon die große Aufgabe des Herrn Bundespräsidenten, in Sondierungen auch letztendlich mitzugestalten. Weil wir wollen ja auch in Zukunft stolz sein auf dieses Land und alles, was wir aufgebaut haben. Aber sehen Sie eine realistische Chance auf eine Koalition mit der ÖVP? Wenn sich FPÖ, ÖVP nicht ausgehen, sehe ich eine realistische Chance, weil letztendlich dann die vernünftigen Kräfte wieder mehr Gewicht haben werden in der Österreichischen Volkspartei. Gut, wir werden es mit Spannung verfolgen. Danke, Herr Muchitsch, für das Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm gleich weiter. Bleiben Sie dran.